Ein wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge American Truck Simulator. Ja, seit den letzten beiden Folgen sind für mich mittlerweile mehr als 3 Wochen vergangen. Von daher muss ich erstmal ganz kurz gucken. Wir sind gerade in einem Auftrag, das ist sehr gut. Was wir hier sonst so aktuell gerade alles haben. Oh, wir sind full in bei den Depth. Fahrer haben wir mittlerweile einige. Wow. Ja, bei ETS haben wir auch schon mittlerweile ordentlich. Das wird langsam. Alter, auch schon alle hier ausgeglichen. Aha, ein paar haben wir hier. Okay. Okay, wir haben also 5 neuere. Ne, nur 4. Geht ja echt. Aber warum 4 neue? Kann sein, dass eine Garage noch nicht ganz ausgestattet ist? Ne, doch, alles ausgestattet. 5, 5, 5. 3 von 3? Täglicher Profit nicht verfügt. Warte. Was sind denn das hier für 5 Fahrer? Ach, Lucy hat einen von unseren LKWs. Okay. Ah, okay, das heißt, das sind die 3 neuen. In Lama, genau, das heißt, das ist die in Werkstatt, die wir als nächstes aufrüsten müssen. Warum ist hier aber so zwischendrin mit einem von unseren LKWs? Was ist denn da passiert? Das ist doch schon wieder verrückt. Na doch, macht Sinn, genau. Hier sind 2 LKW. Hier sind 2 LKW. Und dann hier unten der eine LKW ist genau eine 5er Garage. Ich weiß zwar nicht, warum das so extrem fragmentiert ist. Aber gut. Zumindest haben wir damit auch eine ganze 5er genommen. Das ist die 5er, wo auch sie drin ist. Dann haben wir die andere 5er mit den klassischen LKWs. Die müssen wir bald mal austauschen. Und das ist die Garage, die wir als nächstes weitermachen müssen. Die neueste Garage. Das ist unsere. Und die beiden sind, die 3 sind auch schon. Okay, das heißt, wir müssen erstmal 100.000 für die Garage plus nochmal ein bisschen was extra für den nächsten LKW sparen. Also müssen wir erstmal wieder eine Menge Geld verdienen. Weil, ja, bei den Krediten sind wir all in. Was? Fortsetzen. Wow, das war ja eine lange Tour. Ein Boomlift. Der macht immer so schön Bumm. 1600 Meilen haben wir noch vor uns. Eieiei. Naja, klar. Ich meine, eben, ich muss in den letzten beiden Folgen gerade erst angefangen haben. Aber wenn die Route so lang ist, können wir in den letzten Folgen zu viel geschafft haben. Naja. Ach, hier auf den Bergenhaken sind wir. Ist das unser Auflieger? Das ist doch unser eigener Auflieger, oder? Ja! Das ist unser Auflieger. Nice. Lolli wird sogar mit die Fracht aktuell angezeigt. Ey, wie war denn das? Man konnte doch, wenn ich jetzt hier auf Anpassen gehe. Konnte man sich hier nicht irgendwie auch mit der Fracht anzeigen lassen, dass man so ein Frachtbeispiel hat? Oder war das nur hier? Wo war denn das? Nee, auch nicht. Man konnte... Ach, doch hier! Frachtvorschau. Genau, das Ding meine ich. Das heißt, wenn wir hier so ein Ding haben und da unseren Auflieger zusammenstellen, so ungefähr, und dann so, dann kann man mich hier... durch Dinge an. Warum funktioniert... Ach doch, okay, Falltasten funktionieren. Oh. Okay, das Ding hier kenne ich noch gar nicht. Ah, gibt es sogar 2 Boomlifts. Boomlifts. Von englischen Wörtern die Mehrzahl bilden, immer eine Kacke.
Alter. Hier gibt's aber echt schicke Maschinen. Ach, ich finde dieses Volvo DLC, ne? Was vor kurzem rauskam. Also, mittlerweile auch schon wieder ein paar Monate her, aber ist ja jetzt noch nicht so lange draußen. Jetzt gibt diese ganzen Volvo-Maschinen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es Volvo DLC heißt, aber irgendwas mit Volvo halt im Namen. Sollte man also auf Steam relativ leicht finden können. Für alle Volvo-Liebhaber natürlich muss. Wobei ich persönlich nur die europäischen Volvos mag. Die amerikanischen sehen mir ein bisschen zu hässlich aus. Damit sind die europäischen. Also jeder, der einen Volvo fahren möchte, sollte das lieber in ETS tun. Alter. Geht's bei den Auflieger noch Abstufungen wegen weiter rausziehen? Ne. Ich dachte mal, man könnte das hier noch weiter auseinanderziehen, oder war das ein anderer Auflieger-Typ? Auf jeden Fall, ja, diese Vorschau gibt es ja mal nur bei dem Inhaltsbrowser. Wenn man selber welche kauft, scheinbar nicht. Ich kann mal gucken. Beim Aufliegerhändler dürfte dementsprechend auch nichts sein. Ja, genau, hier ist bloß Guthaben. Da ist keine Frachtvorschau. Okay, das heißt, bei seinem eigenen Auflieger kann man nicht gucken. Man kann sich höchstens seinen eigenen Auflieger hier bei dem Inhaltsbrowser zusammenstellen. Und dann gucken. Das ist natürlich immer. Leider gibt es bei dem Inhaltsbrowser keine Option, wo man sagen kann, eigene Konfiguration importieren. Ne, weil wenn du hier einen Auflieger kaufst, oder einen LKW kaufst, da auch. Nein. Manager, Händler, da. Ne, wenn du einen kaufst, dann kannst du hier sagen, meine Konfiguration. Und dann werden dir deine Angel alle angezeigt. Und dass es sowas nicht bei dieser Vorschau gibt. Ja. Bei diesem Inhaltsbrowser meine ich hier. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist ein Feature. Fehlt meines Erachtens nach definitiv. Naja gut. Wir machen mal weiter mit unserer Quest. Alter, ist auf Liga lang. Holy shit. Ich klebe hier schon draußen an der Leitplanke hier und mein Auflieger ist voll in der inneren Spur. Ich sollte mal Doppelblick anmachen hier. Und rundum leuchte. Keine Schaden. Fährt ja so langsam, Junge. Ich dachte, wir haben eine schwere Last drauf. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so schwer ist. Ach da. Ja, 14 Tonnen. Geht. Gut, ab jetzt geht's eh bergab. Na, noch nicht ganz, oder? Blinklämpchen sind an. Sehr gut. Slow down, sharp curves ahead. Ich stehe auf scharfe Kurven. If you know what I mean.
5000 Dollar. Diese schöne Landschaft mit dem schönen Himmel. Traumwetter gerade. Einfach nur Traumwetter. Gut, da links wird ein bisschen, bisschen weißer. Was auf Wolken schließen lässt. Ah. Wenigstens keine Regenwolken erhält. So, Tank sieht gut aus, Schlafen sieht gut aus. Alter, vor mir ist doch so ein zäher Verkehr. Gibt's da ja nicht. Ich finde es übrigens immer noch schade, dass sich bei unserem, ich weiß gar nicht mehr, wie die Dinger heißen, also hier links bei der Tür, dieser Luftfilter, der da ist, dass sich in dem Chrom zwar die Straße spiegelt, aber nicht unser Auflieger. Das sieht ja original so aus, als wenn es unseren LKW überhaupt nicht gibt, so, da ist nur die Straße. Keine Autos, nicht wir nicht, keine Autos, nichts, gar nichts. Es ist ein bisschen schade. Ich meine, sonst sieht es halt super geil aus mit der Spiegelung dort, aber wenn sich halt nur die Straße drin spiegelt und nichts anderes, ist natürlich auch ein bisschen blöd. Ah, vor uns lichtet sich der Verkehr ein bisschen langsam. Wird mal Zeit, ja? Oh, wieder 2000. Ja, das ist natürlich, dadurch, dass wir jetzt so viele neue Fahrer haben. Oh, Alter. Wäre ich mal doch bloß links geblieben hier. Dadurch, dass wir jetzt so viele neue Fahrer haben. Also die Fahrer, die wir haben, die bringen zwar mehr ein. Dadurch, dass sie aber auch wirklich längere Strecken fahren, tauchen sie jetzt unten gar nicht mehr so häufig auf. Das heißt, unten tauchen jetzt vor allem die ganzen neuen Fahrer auf, weil die halt relativ kurze Strecken nochmal fahren und dementsprechend relativ häufig Geld mit nach Hause bringen oder eben nicht.
Dementsprechend haben wir jetzt wieder sehr häufig so Kleckerbeträge unten. Hier mal 2000, da mal 5000, hier mal 8000. Und ab und zu haben wir dann so zwischendurch hier mal 2 Millionen. Wenn dann wieder einer unserer Stufe 10 Mitspieler da, Angestellten, mal wieder ein Coup landet. Ist schon sehr abwechslungsreich da unten. Ist ja die Bremse hier andauernd einfach so random. Was ist denn los mit denen? Vor allen Dingen nicht nur, dass sie irgendwie zwischendurch immer bremsen, sondern vor allen Dingen auch immer so hart bremsen. Ja. So. Können wir wieder ein bisschen auf der rechten Spur fahren? Geiler Beat, by the way. Molly, betrachte dich als gefeuert.
Warte mal, ist ja. Okay. Hat gebremst. Bei den NPCs hier weiß man nie, ne? Die fahren ja einfach recht rein. Aber der hat gebremst. Guter Junge. Guter Junge. Wobei, selbst bei echten Menschen weißt du nie. Haha. Das gleiche ist ja immer bei so Zombie-Apokalypse-Spielen. Also hier, auch bei echten Zombie-Apokalypse, sag ich jetzt mal. Wobei da sogar noch mehr. Aber das Problem ist, bei einer Zombie-Apokalypse sind Zombies kein Problem. Weil Zombies sind berechenbar. So, du weißt, wie sie sich verhalten. Du weißt, worauf sie aus sind. Ergo, weißt du auch genau, was du machen musst, um die Leute, um die Zombies halt zu verwirren. So. Also, um sie fernzuhalten. Das Problem sind die Menschen. Also, die anderen Überlebenden. Weil, die sind nicht so predictable. Ja. Ich meine, im Groben schon. Die wollen natürlich immer zu ihrem Gunsten Sachen haben. Aber wie genau sie das anstellen, weißt du mal nicht. Und dementsprechend ist es da schwieriger, dich gegen zu verteidigen, dass sie dich denn ausrauben oder halt plündern im Allgemeinen jetzt. Nicht nur jetzt die Wertsachen, sondern auch Nahrung zum Beispiel, I don't know. Was ja auch plündern, ausrauben, eigentlich beides gleich. Egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist das eher das, wo ich im Zombie-Apokalypse Angst vor hätte. Das heißt, wenn ich mir so eine automatische Schrotflinte mit 20er Trommelmagazin hole und dann nicht für die Zombies, so bei den Zombies reichen Dartpfeile aus, so einmal im Kopf, sehr weg sind sie. Die Autoschrotflinte ist für die anderen Überlebenden. Ja. Hubschrauber-Einsatz. Ah, schauen wir lieber hier außen ran. Mit dem riesigen Aufleger blockiere ich ansonsten alles. So. Dann soll es für diese Folge auch gewesen sein. Und wir sehen uns dann zu einer späteren, nächsteren Folge denn wiederen.